Hallo zusammen, hier ist 80 und wir schauen heute zusammen in die Demo von The Precinct, einem Neon-Noir Open World Sandbox Police Game. So wird es auf Steam betitelt, liest sich ein bisschen wie ein umgekehrtes GTA. Man spielt einen Polizisten in einer offenen Stadt und muss anscheinend irgendwelche Aufträge erledigen. Gespielt wird das Ganze aus der Top-Down-Perspektive. Auch das erinnert zumindest an die alten GTA-Teile. Das wird vom Entwickler Fallen Tree Games gemacht. Sagt mir bisher noch nichts, soll aber noch 2024 rauskommen. Die Videos und die Screenshots sahen irgendwie cool aus, deswegen dachte ich, schauen wir da einfach gemeinsam mal rein. Das Demo ist zurzeit auf Steam spielbar, ist gratis, wie man das von Demos kennt, und wir schauen einfach mal rein. Ich habe das Spiel selber noch nicht wirklich gestartet, war nur einmal in Optionen drin, habe einmal auf Neues Spiel geklickt, um zu sehen, ob es funktioniert, dann aber sofort abgebrochen. Das heißt, wir werden uns das jetzt quasi gemeinsam anschauen. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing. And everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got a bus. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell. His stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell. But I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir.
Thank you, officers. Watch, Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The Rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? Oh, you did something? I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Okay. Anscheinend sind wir ein Rookie, also ein Polizeineuling. Hab den Namen schon wieder vergessen, aber anscheinend war unser Vater ein bekannter, berühmter Polizist oder sowas. Und jetzt sollen wir hier mit dem Sergeant, das ist glaube ich, oh, der da, der jetzt neben diesem Ding da oben steht, mitfahren quasi. Ich muss sagen, gut, ich habe das Spiel auf Deutsch stehen, aber es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Ich vermute mal, den Namen des Entwicklerstudios, den kannte ich nicht und den Namen des Publishers kannte ich auch nicht. Ich denke nicht, dass es eine deutsche Sprachausgabe also geben wird. Muss aber sagen, das bisher war recht atmosphärisch. Einfache Mittel, aber atmosphärisch bisher. So, jetzt müssen wir vielleicht mit dem mal sprechen. Ne, wir sollen das Revier verlassen, wir reden trotzdem mit dem. Ich glaube, das ist der Sergeant, mit dem wir mitfahren sollen. Oh, okay, sag gar nichts. Was haben wir denn hier? Ja, dann gehen wir mal hier raus. Time to hit the streets. Okay, doki. So, wir haben da eine lilane Markierung, der wir folgen sollen. Wir sollen auch direkt rausgehen. Es ist noch nichts irgendwie, dass wir irgendwo was noch irgendwie Waffen holen sollen oder irgendwie das Auto vorbereiten sollen oder sonst was. Wir sollen einfach nur rauslaufen. Dann machen wir das doch mal. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Also ich glaube, die rechte Person, die man gerade sehen konnte, das sollten quasi wir sein. Und ja, der andere Kollege, Streifenwagen, ist unser Ausbilder. Was kann man hier machen? Ausrüstung wechseln. Boah, gucken wir nochmal rein. Aha, ein Revolver. Also ich glaube, das spielt in den 70er Jahren. Taser nehme ich an. Elektroschocker, jawohl. Und ein Schlagstock. Schlag. Wollen wir mal gucken. Ich muss sagen, ja gut, WASD, Handbremse, alles klar. Ich muss sagen, die ganze Optik und so ist irgendwie extrem atmosphärisch. Finde ich gut. Okay. Swing by the hot dog stand in Chinatown. Ja, mach noch. Oh, ich glaube, wir sind jetzt falsch rum in den Dings gefahren hier. Falsch rum in der Einbahnstraße. Es läuft flüssig eigentlich, das Spiel insgesamt. Also wenn ich so mich nicht bewege, dann läuft das vollkommen flüssig. Aber die Kamera, die zuckt so. Also es ist kein Ruckeln. Beim PC ist mehr als nur... aber ihr seht das wahrscheinlich, ne? Es zuckt so nach vorne immer, die Kamera. Ich schau mal eben in den Optionen, dann machen wir einen kleinen Cut. Ich schau mal in den Optionen, ob wir da was dran ändern können. So, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe einfach random hin und her gespielt. Also es war nach einigem Testen, das war kein Ruckeln. Also das Spiel hat nicht wirklich geruckt. Es scheint mehr so gewesen zu sein, als wäre die Kamera irgendwie nicht richtig nachgeflogen, sage ich jetzt mal. Und hatte dann irgendwie so einen Zucken. Aber jetzt ist es besser. Sieht immer noch gut aus. Ich habe, wie gesagt, ja auch daran an der Optik nichts verändert. Und jetzt können wir endlich zur Hotdog-Bude fahren. Ich habe gesehen, rechts unten steht Sirene, also das ist hinter mir so ein bisschen. Sirene an und aus. Ah, cool, die fahren sogar zur Seite. Ja, wenn wir zum Hotdog-Stand müssen, ne, wir müssen Gas geben, da müssen wir schon mit Sirene fahren. Das ist schon, glaube ich, ein Notfall. Ich habe schon so ein bisschen die Notfall-Vibes von meinem Partner mitbekommen. Sustenance ist nämlich nicht so... Oh, da sind wir schon. Moment, Sirene ausschalten. Lichtsirene aus. Ne, muss ich klicken, oder was? Ich muss klicken, alles klar. Es reicht nicht nur, die Maus drüber zu bewegen. So, da müssen wir hin. Okay. Ich bin auch gerade mal beim Testen gegen eine Ampel gefahren, es hat aber keinen interessiert, also wir sind ja auch die Polizei. Good job, ja, absolut. Ach, das da ist die Hotdog-Bude. There it is. After you.
Also, die Atmosphäre ist super. Ne? Also muss man sagen, das Licht, die Autos, das gefällt mir extrem gut. Auch die Musik ist irgendwie passend, wobei ich jetzt schon befürchte, dass das wahrscheinlich so ein kleines Entwicklerstudio ist, das die Musik nicht selber gemacht hat. Mal schauen. Breakfast of Champions. How'd you take yours, kid? Alles außer der Wurst. Einmal mit allem. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend. For you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? So, Licht und Sirene einschalten, jawohl, genau. Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Nein, wir müssen wieder einsteigen. Okay, Kid. You wanted the real deal? This is it. This is it, jawohl. Wo musst du lang? Rechts. Oh, Entschuldigung. So. Ja, die Musik hatte ich gerade gesagt. Die fand ich auch nicht schlecht. Ich schätze aber mal, die Musik ist von denen auch nur irgendwie eingekauft. Deswegen erwarte ich eine Nachricht von YouTube, dass das hier irgendwie lizenzmäßig, dass ich das nicht monetarisieren darf, das Video, was ich aber ohnehin nicht tue, deswegen ist es mir egal. Zack, da sind wir. Rechte Maustaste zielen, linke Maustaste schießen beim Zielen. R nachladen, C in Deckung gehen, 1, 2 und 3 sind Waffen wechseln. Alles klar, in Deckung gehen. Now remember, they get one warning. If they don't throw him down, we take him down. Ja, okay. Get ready. Police! Tödliche Gewalt. Freeze! Aua! Okay, das ist... Jetzt habe ich eigentlich... Ja, ich habe auch nicht unendlich viel Munition, alles klar. Zack. Zack. Man kann auch Waffe wechseln. Taser wollen wir nicht. Schlagstock erstmal recht nicht, alles klar. Oh, sie haben einen Kollegen erwischt. Officer down. Peng, 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 ruft er da hinten. So, können wir den Kollegen retten? Ne, wir können aber seine Knarre looten. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. You're too far away. Police pursuit, ja, super. So. Ja, die Kameraperspektive war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade beim Shootout, das muss ich zugeben. Aber war trotzdem, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hatte, ging es natürlich. So, muss ich den jetzt rammen, oder? Unterstützung und Unterstützungsmarken. Rufe Verstärkung, wenn du sie brauchst. Du verdienst Unterstützungsmarken, wenn du dich gut verhältst. Zum Beispiel, wenn du bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe eines Verdächtigen bleibst. Wenn du genug Marken verdient hast, kannst du Unterstützung anfordern mit V. Okay. Wo sehe ich das? Ist das oben, das Blaue da vielleicht? So, wenn ich sie jetzt ramme, was... Boah. Wenn du ein Fahrzeug eines Verdächtigen Leben gefährdest... Bist du befugt, tödliche Gewalt anzuwenden? Achte darauf, dass du keine Zivilisten verletzt. Linke Maustaste schießen. Ja, Shots fired. So. Peng. Ah, da sieht man so ein kleines Fadenkreuz. So, der eine ist schon mal weg, der Kollege. So, wir können, glaube ich, jetzt Verstärkung anfeuern. Oh. Nagelsperre klingt gut. Wo kommt die hin? So,
für eine Lagensperre musst du ja dafür sorgen, dass sie nicht mehr weiterfahren eigentlich, ne? So. Würde ich mal so. So. Okay. Sieht nicht so richtig gut aus. So, ja, steig aus. Er steigt aus. Ach, guck. So. Gib Verdächtigen stets die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben, indem du einem Sprachbefehl gibst. Wenn die Widerstandsanzeige eines Verdächtigen vollständig erschöpft ist, ergibt er sich. Entschlossene Verdächtige reagieren möglicherweise nicht auf Sprachbefehle. Left Control, Sprachbefehl. Okay, dann muss ich jetzt aufsteigen. Wahrscheinlich. Und irgendwie sicher. So. Ja. You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Get the purple of the car. Ich würde auch sagen, es war gut gelaufen. Fahren Sie vorsichtig, das sagt er jetzt allen Ernstes. So, jetzt können wir aber hier das wieder ausmachen. Soinks. So, dann fahren wir ganz gesittet über die rote Ampel. Naja, gut, wir sind die Polizei. Zurück nach Hause. Mit zu Hause meine ich natürlich das Precinct, das namensgebende Precinct, die Wache. So. Zack. Muss man den Kollegen rausholen irgendwie, ne? Hier. Halten, Verdächtigen, eskortieren. Und das macht er jetzt, oder wie? Gibt es freie Stellen? Irgendwie, was sie so reden, ist nicht so richtig sinnvoll meistens, ne? Betreten. Muss er jetzt echt so auch diese Polizeiarbeit machen, wie Fingerdrücke nehmen und sowas? Dahin. Verdächtigen verhaften. Aha, Edward Morton, Ort der Festnahme, Chinatown, Straftaten, Überfall mit einer tödlichen Waffe, schwerer Einbruch, Festnahme, Entzug. Rechte vorgelesen? Nein. Achso, hätten wir das vielleicht machen müssen. Unterschrift F. Processed. Come on, Cordell, there's someone I want you to meet. Okay. Müssen wir nicht die Rechte vorlesen? Ist nicht so wichtig, oder? Gehe zur Asservatenkammer. Dahin. Das machen wir doch. Ist der jetzt hier drin eigentlich, der Kollege? Ja, da sitzt er. Alles so normale Leute irgendwie, ne? Und dann hast du ihn da mit seiner Clownsmaske. Dem auch immer noch das Geld hinten aus seinem Rucksack. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der Geld im Rucksack, das läuft, fällt ihm da auch teilweise raus. Schön. Achso, da vorne ist der Sprechschalter. Mean Gene, what's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive, my hip hurts routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is. Which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Das war schon. Ende der Schicht. Beende deine Schicht an deinem Schreibtisch. Das war aber ein relativ übersichtlich kurzer Tisch. Ein Hotdog gegessen und eine Verfolgungsjagd gehabt. Und das war's. Jetzt waren die eigentlich alle so uniform. Nur ich habe so eine viel coolere Jacke. Naja, gut. Halten, Schicht beenden. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills.
Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Wir laufen, Streife. Laufen. Oh, öffne das Handbuch, okay. Ach du Schande. Beamtenhandbuch. Einführung, bla bla bla. Vorfälle, erlaubte eine Kollision, Verkehrsunfall. Keine Gewalt erlaubt. Ausweis prüfen, mit beiden Fahrern sprechen, Vorfall auflösen. Alkoholtest, Fahrer durchsuchen und so. Ach du liebe Zeit. Wenn das Opfer tot ist, decke die Leiche ab. Okay, Fahrzeugunfall, das war's. Ordnungswidrigkeiten, Verbrechen, Polizeiarbeit. Ja, das wird sich schon alles irgendwie ergeben aus dem Kontext, würde ich sagen. Verlasse das Revier. Guess we better earn our paychecks. Achso, wir sind aber wieder zu zweit unterwegs, alles klar. Wenn ich es richtig verstanden habe, zu Fuß. Da darf man gespannt sein. Es gibt 6 Arten von Parkverstößen. Behinderung eines Hydranten entgegen der Fahrtrichtung, zu nah an einer Kreuzung, auf dem Gehweg, in einer Parkverbotszone oder die Parkuhr ist abgelaufen. Siehe H wie Handbuch für Details. Das lassen wir mal. Handbücher brauchen wir nicht. Let's go find some parking violations. Okidoki. So, wir müssen Kelly folgen. Wir dürfen jetzt nicht alleine loslaufen und. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant. Parking in the opposite direction of traffic. Weiß ich. Close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, ja. And don't forget expired parking meters. Hier, der hier. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. Ja, ja, das wissen wir, aber guck mal hier. Blockieren eines Hydranten. Wenn das also, ne, wenn es jetzt hier mal brennt und die Feuerwehr kommt nicht an Hydranten ran, zack. Ja. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Parkuhren oder was? Ja. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. Ja, okay, verstehe ich. Checking the meters at bays that are in use. Ja. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Ja, ja. Wie kann ich das? Achso, da ist wohl nicht auf Null da oben links, okay. Leute. Is it expired? Ja. Give him a ticket. Ja, so aus dem Weg hier. Ich muss ganz wichtig Sachen machen. Ich werde belästigt hier von Bürgern. Achso, das war schon. Wir können jetzt nicht die anderen noch checken. Achso, schade. Guck mal, der rennt weg. Der rennt einfach über die Straße. Ich glaube, wir müssen umschießen. Achso, das ist. Ja, ja. Der parkt doch auf dem Gehweg da. Boah, da parkt mir einer auf dem Gehweg, ey. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Warum darf ich jetzt hier nichts machen? Doch, ja. Sag ich doch. Ich brauche gar keine Ausbilder, ich bin schon so gut. Auf dem gebe ich. Ich meine auch, der da hinten, der parkt vielleicht zu nah an der Kreuzung, der. Sollen wir den mal beschießen, vielleicht? Nicht? Wo? Da. Jedem Verbrechen, das du bearbeitest, wird eine Stufe erlaubter Gewalt zugewiesen, die nicht überschritten werden darf. Die Stufen sind keine Sicherungsgewalt, nicht tödliche Gewalt, tödliche Gewalt. Siehe Harvey-Handbuch. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal nur ganz theoretisch sage, pass auf, ich löse das Problem auf meine Art und schieße den Kopf? Achso, nicht schießen. Gut, hätte ich mal denken können. Ach, guck mal. Jetzt wissen wir ja schon, was kommt. Okay, ja, das machen wir. We have a graffiti vandalism down here. Ach Mann, ey. Ich dachte, vielleicht Elektroschocks wären in Ordnung. Okay. Letzte Gelegenheit. So. Vandal at work in my patrol sector. So. Ja, du fügst dich. So. Jetzt haben wir mir erstmal ein bisschen gesagt, dass alles soweit, ne, die Sache klar gemacht ist. Wir hauen den mal einmal. Ach, auch nicht. Zivilisten davon auch nicht. Die sind aber auch streng. Das war bei, also ich habe ja gesagt, das wäre wie bei GTA so ähnlich. Das ist anders hier. Darf gar nicht. Man darf gar nichts eigentlich. So. LAPD. Nee, ACPD. Hallo? Hörst du aber auf jetzt bitte? Hier. Nicht schießen. Ja, weiß ich nicht. Ich sichere ihn. Kelly, du kommst und machst alles. Nicht?
Okay. So. Dürfen jetzt verprügeln wenigstens. Interaktion. Jetzt müssen wir erstmal sagen, kein hinreichender Verdacht. Wie kein hinreichender Verdacht? Verhänge ein Bußgeld. Wie auflösen? Sprechen, Ausweis prüfen, geht alles nicht. Ich kann nur auflösen. Bußgeld verhängen. Ach so. Ach so, man kann ihn freilassen, man kann ihn richtig festnehmen und dann wahrscheinlich mitnehmen. Oder eben ein Bußgeld verhängen. Wir verhängen einem Bußgeld. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Ja. Naja. Was ich auf dich schieße? Hey, take it easy. Take it easy, ja gut. Wollte ich jetzt nur, ist alles im Namen der Wissenschaft. Müssen wir alles irgendwie mal ausprobiert haben. Ne? Was macht die Dame denn hier in dem Hinterhof? Und dann, die müssen wir mal überprüfen. Diese Aufgabe ist während deiner Ausbildung nicht verfügbar. Okay. Nee, so ein knappes Kleid hier im Hinterhof, das ist überhaupt gar nicht auffällig irgendwie in so einem Verdrecken. So, Kelly folgen. Ich gucke schon mal vorher, was hier Phase ist. Wir kriegen ja Boni auch für die Zeit. Da hinten ist wieder so einer. Ey, da versaut mir einer die Umwelt. Du. Boah, jetzt kann ich ja bestimmt. Nicht tödliche Waffe. Dein Schlagstock ist eine nicht tödliche Waffe. Du kannst Angriffe blocken, bis dein Angreifer erschöpft ist. Okay. Ich hätte jetzt aber, ich würde jetzt mal sagen, der Taser ist auch eine nicht tödliche Waffe. Ja. Ja, mach ich. Nochmal, komm. So, komm. Nochmal. So, und jetzt wird er verprügelt. So. Du hast meinen Bruder verhaftet. Wie fällt der denn eigentlich aus, ey? So, ne, der ist noch nicht ganz. Och. Okay, der wackelt doch noch mit dem Kopf. Der hat doch noch gelebt. Ja. Was ist denn, wenn man ins Bein schießt? So, jetzt, okay, jetzt machen wir das mit dem Blocken mal. Zack. Aua! Get your baton out, partner. Baton. You aren't authorized to use that much force. Witzig, wie er noch so im Kampf erzählt, so auch darfst gar nicht so viel. Achso, ich hab das Blaue unten bei mir selber ist auch so eine Stamina-Geschichte. Au, wie ist denn aufgestanden zwischendurch? So, jetzt. Du bist ein toter Bulle. Halten, sichern. Halten, sichern. Er steht auf. Okay. Das Kämpfen ist ein bisschen hakelig. Lag aber jetzt auch so ein bisschen daran, dass Kelly, glaube ich, so mittendrin unterwegs war. So, den nehmen wir jetzt fest. Auflösen. Verdächtigen festnehmen. Ja. Okay. Festgenommene Verdächtige müssen zum Revier eskortiert und dort am Wachtresen abgefertigt werden. Du kannst sie entweder selbst eskortieren oder eine Gelegenheit anfordern. Eine Geleiteinheit anfordern. Siehe H für Handbuch für Details. Rufe eine Geleiteinheit. Wie mache ich das? Auch wieder V? Nope. Muss ich jetzt allen Ernstes mit das hier machen? Aha, Geleiteinheit rufen. Kelly folgen. Lassen wir den jetzt einfach hier stehen, oder was? Achso, da kommen sie. Moment, wir müssen doch die Kollegen mal eben... Yo. Ja. Da kommen die Kollegen. Nee, wir können jetzt nicht. Wir können nur die Kollegen. Warte, Kelly, warte. Also schon wieder. Oh. Verdächtige können Widerstand leisten. Angezeigt wird eine blaue Anzeige über ihrem Kopf, der durch Sprachbefehle und andere Aktionen verringert werden kann. Wenn die Anzeige leer ist, ist der Verdächtige gefügig und kann gesichert werden. Left Control, Sprachbefehl. Wo ist er? Wo ist Kelly? Da. Ja, ich laufe. Alright, that's enough. Wo ist er? Da. Ich habe gleich kein Stamina mehr. Der kann aber laufen ohne Ende. Das ist aber auch, der kann auch klettern. Hey, yo. Achso, man klettert automatisch. Das finde ich gut. Ach, guck mal, der ist bis zur Wache gelaufen. Das ist, ich widerrufe nämlich nicht der Festnahme. Naja, das hat keiner gesehen. Auch die Cops da hinten nicht. So, Interaktion. Auflösen. Ich würde sagen, Identität unbekannt. Wird gesucht. Hintergrundprüfung, Festnahmeentzug, Vandalismus, hinreichender Verdacht für Festnahme, ja dann. Might as well escort this brain box ourselves. Ja, ist ja auch ein Idiot, dass der Richtung Feuerwache, sag ich schon, Richtung Wache läuft, ne? Quit struggling. So, hier gehen wir rein. Mahlzeit. Kurz die Kollegen, ne? Ist wieder neu, man muss sich auch schon ein bisschen
mit den Kollegen verstehen. So, so der Tresen war... Wo war der Tresen? Kann man hier eine Karte? Nein. Gut, wir müssen jetzt gemeinsam hier da vorne. So, komm. Kann ich jetzt eine Waffe ziehen? Nein, kann ich nicht. Also jetzt müssen wir am Tresen vorne vorbei, hinten vorbei, um nach vorne. So, hier. Joe Bossen, Ort der Festnahme, Linden, im Westen, Straftaten, Festnahmeentzug und Vandalismus. Rechte vorgelesen? Nö, immer noch nicht. Scheint nicht so wichtig zu sein. So, beende die Schicht an deinem Schreibtisch. Viele Sprayer hier in der Stadt, muss man sagen. Aber gut. Ob man wohl dann immer noch alleine unterwegs ist und frei so rumfahren darf und sich Sachen machen darf, quasi, also Festnahmen oder ähnliches. Erstatte Bericht an das Büro des Chiefs. Diesmal gab es kein Intro, kein Gespräch. Komm mit denen reden. Noch so ein alter Drückeberger. Wie bitte? Während du hier an deiner Schreibmaschine rumtippst, hab ich draußen Sprayer und alles mögliche. In any case, we're going to need to keep this quiet. Even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell. Come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah. Log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know. Look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie. Rich guy. Lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in two. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Hubschrauber. Let's go, Rook. We don't got all day. Ich bin gespannt. Also selber steuern wird man den wohl nicht können, aber schießt man dann wohl so runter? Oh, guck mal hier. Ausrüstung wechseln, ja klar. Vierte ist gelockt, aber vier vielleicht eine andere Knarre? Ne, Shotgun geht auch nicht. Schade. Ein Feuerlöscher. Leute mit einem Feuerlöscher irgendwie. Das wäre auch irgendwie witzig, oder? Aber gut. So, Helipad. Okay. Musik ist gut, wirklich. Passt irgendwie. Generell zur ganzen Atmosphäre des Spiels. Finde ich gut. Nein, wir können selber steuern. Leertaste hoch, C, sinken. Rechte Maustaste und Maus, Scheinwerfer. Aussteigen, Unterstützung anfordern. Seitwärtsflug. Oje, 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 oje. So. Okay. So, das geht ja eigentlich. So, wir müssen irgendwie da hinten hin. Wie hoch kann man denn steigen? Achso, man kann doch schon einiges sehen. So. So, richte den Scheinwerfer auf den Sportwagen. Da hinten. Ja, ja. Ich sehe ihn. Irgendwo da hinten. Da. Ja. Ja, gar kein Problem. Halte den Scheinwerfer auf das verdächtige Fahrzeug gerichtet, um Unterstützungsmarken zu verdienen. Wenn du Marken gesammelt hast, kannst du Unterstützung anfordern, um dabei der Verfolgung zu helfen. Ja, muss ich ja wohl auch, weil aus dem Helikopter heraus kann ja nichts machen. Ne? Kein Problem. So, jetzt drücken wir V. Und Polizeiwagen. So, du kommst nicht, Kollege. Geh mal ein bisschen tiefer, damit es ein bisschen aufregender wird. Kann man auch durch vor einmal gucken? Ne, man kann gar nicht vor. Spielstopp. Oh Gott. Man kann zwar nicht vor Gebäude fliegen, aber man kann sich trotzdem da von denen behindern lassen. Ganz hervorragend. So, wo ist er? Da rechts. Der ist überraschend schnell.
muss man wirklich sagen. Da, jetzt haben wir wieder den Kollegen. Jetzt passt die Musik wieder nicht so. Es ist eher so entspannt irgendwie insgesamt. Da oben, sehr gut. Noch mehr Backup, ja. Bereitschaftswagen. Der Nagelsperre auch nochmal hier. Stinger ist deployed. Ist das die Nageldings? Und wenn ja, wo? Man sieht auf der Karte nichts. Aber der ist wirklich schnell. So, dann machen wir jetzt nochmal... Ah, es geht nicht. Straßensperre? Geht auch nicht. Brauchen wir noch einen Polizeiwagen. Ja, ich sag mal so, der klebt dem wirklich an der Stoßstange. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das blaue Ding wird auch immer weniger. Die blaue Leiste. Was heißt denn die Last Scene? Wir sehen den noch die ganze Zeit. So, der ist auch fast fertig mit seinem blauen Gedöns. So, jetzt noch kurz. Ich habe gerade kurz Steuerung gedrückt. Ja. Okay. Also jetzt weiß ich auch, was mit Neon Noir gemeint war. In der Steam-Beschreibung. Das macht so ein... Ja, nicht... Film noir mäßig, aber es ist schon irgendwie so, was hat eine bestimmte Atmosphäre. Kein Problem. Das war das Ende der Schicht schon wieder, oder? Danke fürs Spielen von The Precinct. Haben dir deine Aufgaben bisher gefallen, Rook? Ja. Freut mich zu hören, Officer. Du hast dich da draußen wirklich gut geschlagen. Weiter. Ach, das war's schon. Okay, das war ein kurzes Demo, aber was ich fand's eigentlich soweit ganz cool. Hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass noch ein bisschen mehr kommt, dass man vielleicht auch mal alleine draußen rumfahren darf, so ein bisschen. Das hätte mir jetzt noch gefallen. Dann hätte man vielleicht noch mal mehr so einen Eindruck vom Spiel insgesamt bekommen. Ja, aber wie gesagt, Demo ist gerade auf Steam, ist gratis. Im Q4 2024 soll das Spiel erscheinen. Aufnahmedatum heute ist Mitte Oktober ungefähr. Von daher haben sie so ganz viel Zeit jetzt auch nicht mehr. Ich finde es interessant. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Vollpreistitel wird. Dafür ist es ein bisschen zu... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es macht nicht den Eindruck eines AAA-Vollpreistitels, obwohl es mir gut gefallen hat und die Atmosphäre hat mir auch ausnehmend gut gefallen. Ich werde es mal auf meiner Liste behalten, sagen wir mal so. Ich hoffe, euch hat das gut gefallen hier. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat und falls ich das Spiel mal irgendwann spiele, schaut gerne wieder rein. Sonst schaut euch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß. Euer 80.